Hey Leute, hier ist Sascha und es geht weiter mit Skyrim. Wenn ihr euch gerade fragt, wo hab ich mich denn hier hin verzogen, in welche kühle, arktische und eigentlich ganz harmonische Gegend, ist das relativ einfach erklärt. Beim letzten Mal haben wir so ein bisschen die Karte unsicher gemacht und zwar haben wir diese einzelnen Mühlen besucht, hier die Mischwassermühle und wir waren hier unten bei der Kernholzmühle und das ist in einfachen Gründen, weil wir Holz gesucht haben für unser Haus, was ich einfach nicht gefunden habe. Das Problem habe ich gelöst, ich habe noch kein Holz, das machen wir gleich gemeinsam. Und zwar habe ich hier letztens scheinbar Angas Mühle übersehen oder ich war da und sie war nicht da. Auf jeden Fall bin ich nochmal die Mühlen abgelaufen während der letzten Videos und habe dann gesehen, okay, da kann ich Holz kaufen. Wie gesagt, werden wir aber gleich in Videoform machen, um dann weiterzubauen. Heute eine ganz kurze vorher meine Exkursion und zwar, ihr seht ja, ich stehe hier unten und das hat seine Bewandtnis. Denn wir müssen ja, um in Dragonborn weiterzukommen, eine Drachenseele aktivieren. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Nicht bei Objekte, sondern hier bei Magie ist die drin. Wir haben ja dieses Tun gelernt. Hier unten haben wir es. Willen beugen. Und genau das brauchen wir oder müssen wir aktivieren. Das Problem ist, ich habe momentan keine Drachenseele und um die zu kriegen, müssen wir heute einen Drachenplatt machen und ich habe mich mal umgeschaut. Es ist tatsächlich so, dass die Drachen scheinbar in der Originalwelt hier an bestimmten Orten sind und zwar soll hier hinten in diesem Bereich, soll sich ein Drache aufhalten. Das heißt, ich werde jetzt noch nicht gucken, ich bin hier sozusagen den Berg hochgestiefelt, da unten seht ihr noch Schattenmähne stehen, der hier irgendwo mit dem Hirsch gespielt hat, der die ganze Zeit hin und her läuft, gespielt heißt, platt gemacht hat. Und irgendwo da hinten soll es jetzt sein. Also ich würde sagen, wir schauen einfach mal. Und wir brauchen einfach diese Drachenseele, um in Dragonborn weiterzukommen. Also denke ich mal, geht es auch in Ordnung, dass ich mich einfach mal umschaue, wo denn Drachen sind. Denn es bringt ja nichts, wenn wir zurück in die andere Welt gehen und diese ja einfach nicht weiterkommen in der Hauptquest. Also heute mal schauen. Ja, sieht doch hier schon mal gut aus. Da hinten schön der Berg. Oh, ah, Buddy. Oh, hey. Buddy, kommst du mir direkt entgegen? My buddy is over the ocean. Oh, lässt sich direkt da unten nieder. Oh, ich glaube, der kämpft. Ja, sehr angenehm. Habe ich kein Problem mit. Dann ballern wir halt aus der Entfernung einfach mal drauf. Wobei, komme ich überhaupt so weit? Ja, doch, das funktioniert. Oh, mit wem kämpft der denn da? Ja, ich meine, soll er mal kämpfen? Ich meine, ich bleibe gerne hier und warte mal ab, dass er sich wieder... Was ist denn da unten? Mit irgendjemand kämpft er. Ich glaube, da hinten ist... Nee. Ah, doch, 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 doch. Was hat er denn da? Ist das Drog? Ja, vermutlich Drog. Klar, was auch sonst. Ja, sollen die sich ruhig mal unten bekämpfen? Ich baller jetzt erstmal aus der Entfernung drauf, denn... ich habe... Oh, tatsächlich, da haben wir Skelette auch noch. Okay. Also tatsächlich hier Drog. Ja, wisst ihr was? Ich bleib jetzt hier einfach mal. Sollen die sich doch einfach gegenseitig platt machen? Was juckt's mich? Solange sie mich in Ruhe lassen. So, ich meine, so ein Skelett können wir natürlich hier mal von hier oben ausschalten. Ja, sollen die ruhig mal kämpfen. Ich komme am Ende rein und schnapp mir die Drachenseele. So einer bin ich. Na, lade mal durch. So, also ich finde, die hätten das beschleunigen sollen, dass man diese Zeitbeschleunigung, Verlangsamung hat. Aber deswegen die Pfeile normal geladen werden. Das dauert immer eine gefühlte Ewigkeit. Aber was ist denn das da unten? Irgendeine Art Drog. So, wo fliegt er hin? Ja, gut, dass er mich noch nicht entdeckt hat. Das kommt mir natürlich ganz gelegen. Das Problem könnte natürlich... Also ich höre auf jeden Fall, das ist wahrscheinlich ein Drog-Fürst, denke ich mal, weil ich höre die ganze Zeit Fußrodor. So, ich würde sagen, wir schalten den einfach hier aus der Entfernung aus und dann gehen wir mit der Werwolf-Form rein und schnetzeln da unten mal so ein bisschen. So, platt ist er. Sehr gut, jetzt nähern wir uns mal ein bisschen an und gucken mal, dass wir die Drogs platt machen. Da, hoher Drog-Fürst. Ja, dem möchte ich nicht begegnen. Also wenn ich den aus der Entfernung ausschalten kann, wäre das schon ganz awesome. What? Auf die Entfernung? Auf die Entfernung? Ja, leck mich am Arsch. Na komm, ja, bleib mal liegen, bleib mal liegen, bleib mal liegen. Na, noch ein. So. Jetzt holen wir uns eben die Seele. Swoopen wir mal rein. Give me that soul. You son of a bitch. Ja, es war kein würdiger Kampf, um mal ganz ehrlich zu sein, Kollege.
Wir haben die Seele. Ja, Drachenseele aufgenommen. So, gucken wir direkt. Nehmen wir uns die Pfeile wieder mit. Die Knochen, die Schuppen, das Gold. So, da ist aber irgendwo noch ein Skelett. Ah, guck mal hier. Hallo. Goodbye. So, und guck mal eben, was hier der Drogfürst dabei hatte. Ich will mich ja nicht zu lange aufhalten. Wer weiß, wo ich hier genau bin. Gold, Knochenmehl, Pfeile. Letztes Jahr brauchen wir nicht. Den Scheiß brauchen wir nicht. Oh! Wow! Holy shit! Jetzt habe ich mich aber verjagt! Der kam aus dem Nix. Und was wackelst du denn hier noch mit deinem Arsch? Shake that booty. Sekunde, wir machen erstmal. Oh, wir sehen gerade automatisches Speichern. Das versetzt mir hier gerade eine mittelschweren Herzkasper. Da, ich wollte mal eben kurz speichern zur Sicherheit. Boah, jetzt habe ich mich aber verjagt. Oh, wir können doch nicht speichern. Sind wir noch mitten im Kampf, weil wir... ich hätte ja echt Bock, das Ding hier zu öffnen, aber ich habe so ein Gefühl... Oh, ist schon offen. Gut. Ja, dann raus hier. Die Frage ist, wie kommen wir hier wieder raus? Warum kann ich ja nicht speichern? Kann ich wirklich die Karte benutzen? Mal gucken. Geht auch nicht. Sind noch Feinde in der Nähe. Oh Gott, ich will doch jetzt hier nicht die ganze Zeit... gegen irgendwelche Draw kämpfen. Jetzt habe ich eigentlich die Drachenseele. Lass mich hier raus. Kann ja eigentlich nicht so weit sein. Ich meine, hier ist ja der Weg hoch. Vermutlich geht es hier auch raus irgendwo. Ja, das Gute ist, wir haben auf jeden Fall die Drachenseele und das ist das, was wirklich wichtig ist für uns. So, denn wir wollen ja nach hier Angers Mühle. Immer noch nicht. Oh Gott, Kinders, ey. Immer noch nicht speichern. Ich meine, wir haben schnell. Oh, jetzt können wir schon mal speichern. Das ist ja schon mal was wert. Die Chance nutze ich natürlich mal direkt. Puh, also man muss sagen, wenn man. Ich verstehe aber gar nicht, warum er das Autospeichern gemacht hat. Denn eigentlich habe ich das ja deaktiviert, weil mir das ja immer so einen halben Herzkasper gegeben hat. Aber nun gut, das Gute ist jetzt, wenn wir zurückgehen, wir können auch direkt jetzt mal die Seele investieren. Wir können das dann wirklich nutzen, um diese Denkmäler zu zerstören, die da gebaut werden. Und das ist ja wirklich das, was wir wollen momentan. Kamen wir denn hierher? Das ist ein Grab, ich meine. Hier waren wir auch nicht, aber ist hier wenigstens... Wow! Als hätte ich es nicht geahnt. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ich will nicht mit dir kämpfen! Der kommt hinterher. Wisst ihr was? Na, bleibt er da unten? Ich will ja nicht als Feigling gelten, aber ich habe auch echt keinen Bock, hier gegen ihn zu kämpfen. Ich will nicht als Feigling gelten, aber kämpfen möchte ich auch nicht. Ja, wisst ihr was? Wir aktivieren einfach mal hier Bestienmod und können nur einmal am Tag eingesetzt werden. Ach, geh doch weg! Geh doch weg! Nein, ich kämpfe. Oh, jetzt geht's doch. Bumschakalaka. Au! Boah. Oh! Oh, wisst ihr was? Nee, der macht mir zu viel Schaden. Oh, und da vorne ist ein Bär. Na klasse! Alter, wo sind wir gelandet? Oh, nicht nur ein Bär, klar! Warum auch ein Bär, wenn wir schon einen Drogfürst am Arsch haben? Ich meine, Murphy's Law gibt uns doch direkt 5 von den Kerlen. Ja, willkommen zum Failplay heute. Gott, das war jetzt aber nicht ganz das, was ich erwartet habe. Ach ja,
Ich weiß nicht, ob ihr es merkt, aber ich habe mit Skyrim, seitdem die DLCs da sind, so viel Spaß wie schon lange nicht mehr. Also ich bin wirklich froh, wieder Skyrim angefangen zu haben. Und ja, ich freue mich wirklich darauf, mit euch Dragonborn durchzuspielen, danach Dawnguard durchzuspielen. Und ich glaube, gerade nachdem wir letztes Mal diese ganze Hausbau-Arie gemacht haben, was wir ja weitermachen werden, deswegen bin ich ja momentan noch unterwegs, damit wir Holz finden. Aber es war jetzt einfach wirklich essentiell wichtig, dass wir diese Drachenseele kriegen. Und die haben wir jetzt zumindest schon mal. Das beruhigt mich so ein bisschen. Und wenn die auch gleich dann aktivieren, wenn wir hier irgendwann mal aus der Gegend rauskommen. Ich dachte nicht, dass das so schwer ist. So, okay. Wir gehen diesmal nicht da rein, wir gehen nicht dahin, wir gehen hier hoch. Vielleicht geht's hier raus. Vielleicht haben wir einfach, komm, wir setzen direkt mal die Drachenseele ein. Wir haben auch eine neue Stufe, sehe ich gerade. So, was rüsten wir denn mal ein bisschen, was erhöhen wir denn mal? Ja, Ausdauer wäre vielleicht ganz gut, aber ich erhöhe mal ein bisschen die Gesundheit, weil ich stecke so wenig ein. So, jetzt können wir noch ein Talent verbessern. Was wollen wir denn da haben? Vielleicht leichte Rüstung oder sowas. Mal gucken, Schießkunst, was können wir denn da uns noch verbessern. Können wir hier 3 von 5. Ja, nächster Rang. 80% mehr Schaden. Nehmen wir. So, sehr schön. Stufe 34 mittlerweile. So, ich glaube, hier kam... Ja, genau, hier kam ich her. Hier kam ich her. Hier hinten müsste irgendwo mein kleines, putziges Pferd auch warten. Beziehungsweise so Tiber Sepp Team will. So, können wir jetzt hier wenigstens reisen? Ich meine, wir sind aus dem Gröbsten raus. Ja, geht. Und jetzt gehen wir nämlich zu Angas Mühle. Und da soll ich Holz bekommen. Eigentlich muss man bei jeder Mühle Holz bekommen. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen nochmal und ich habe irgendwas zwischen den Zehen heute. Das geht mir so im Sack. Entschuldigt, wenn ich manchmal heute so ein bisschen rede. Also, ich habe alle Mühlen nochmal angelaufen, weil beim letzten Mal haben wir ja geschaut, aber das Problem ist wirklich, dass ich einige dieser Mühlen schon mal besucht habe, weil es da irgendwelche Quests gab, wie bei dieser Halbmondmühle, da waren Vampire oder sowas, die Müller. Und die habe ich um die Ecke gebracht damals, also nicht ganz so optimal. So, warten wir mal bis Tag ist. Ja, so 2 Uhr am Morgen möchte eigentlich niemand sagen, hallo, ich bin da, um ein bisschen Holz zu holen, gute Müllerin. So, dann schauen wir mal, ob die Anga, oder Anga war es, ne? Ja, Angas Mühle uns ein bisschen was, die Müllerin ein bisschen was verkauft. So. Also, wir können aber direkt mal das Tun jetzt aktivieren. Das wollte ich ja gerade, glaube ich, schon mal machen. Schrei, ich hoffe, es ist das Richtige. Wir gucken mal ganz kurz. Der ist ja das Einzige, was übrig ist. Willen beugen. Deine Stimme beugt mit zunehmender Stärke den Willen von Steintieren, Menschen und sogar Drachen. Ja, sehr schön. Das nehmen wir, aktivieren wir. Wie, ich brauche mehr Drachenseelen? Scheiß die Wand an. Wieso brauche ich mehr Drachen? Ah, nee, warte, Sekunde. Aktivieren. So, wir haben es aktiviert. Jetzt habe ich aber wirklich gerade... Wir hören uns mal an, wie das Ganze sich anhört. Go! Was? Go? Einfach go? Klingt ein bisschen komisch. Ich bin ja mal gespannt, wie wir das nutzen können. Ob wir dann auch irgendwelche hier zum Beispiel ihm... Go! Hörst du jetzt auf mich oder... Ich arbeite in der Mühle. Ich fälle Bäume, trage Stämme, säge Holz. Ihr wisst schon. Ja. Scheinbar folgst du nicht meinem Willen. Das ist wirklich scheinbar nur für den DLC. Na gut, dann gucken wir mal, wo die gute Schreinerin ist. Oder verkauft er uns hier schon ein bisschen Zeug? Ich meine, wenn er hackt hier gerade ein bisschen Holz. Mal gucken. Fremde bringen nichts als Ärger. Ach, halt's Maul. Eri ist der Boss. Sprecht mit ihr, wenn ihr Arbeit sucht. Eri. Wo ist denn Eri? Eri, wo bist du? Hier, Mädchen. So, folg mir. Ich hab dich meinem Willen unterworfen. Verfluchtes Huhn. So, Eri ist noch mit Sicherheit im Haus. Oder vielleicht auch nicht da. Hier unten ist auch noch eine Hütte. Irgendwo wird sie schon sein. Also, jetzt sag mir nicht, ich habe auch hier ist keine Müllerin da. Also, ich war eigentlich schauen unter Eris Haus. Komm, wir warten mal ein bisschen. Ich war extra im Vorfeld mal schauen, wo Eri ist und die lief hier rum. Also, die kann eigentlich nur gerade in der Gegend sein und vielleicht Holz sammeln für uns. Wie gesagt, ich habe extra noch nichts gekauft, weil ich dachte, wir machen das im Video, damit ihr natürlich auch seht, wo das ist und wo man diese Leute findet. Wenn ihr vielleicht die gleichen Probleme habt wie ich beim letzten Mal. Wo ist Eri? Wo treibt sich die Olle wieder rum? Wisst ihr, was nur am Rumeiern die Weiber hier in Skyrim?
Deswegen ist ihr Haus offen. Immer auch zu. Komm, Eri. Wo versteckst du dich? Und ganz ehrlich, ich finde immer noch, Skyrim ist ein verflucht hübsches Spiel. Also gerade wenn man, wie jetzt gerade mal hier stand und dann hier so ein bisschen der Wind und der Schnee wird so leicht so über diese ja, Felsen geweht. Das ist schon schick, um ehrlich zu sein. Da kann man nicht viel gegen sagen, wenn wir hier mal Realität auf den Tisch packen. So, Eri, wo bist du denn? Okay, ich wollte nicht schon wieder ein Video haben, wo ich 10 Minuten nur rumstehe und nichts machen kann. Ja, komm, wir warten mal. Wir lassen es mal ein bisschen Abend werden. Vielleicht kommt sie dann endlich. Ja, das kann es jetzt aber wirklich nicht sein. Ich meine, ich war hier und habe mit der Dame sogar schon geredet. Und dachte dann, nee, ich kaufe hier nichts. Ich warte einfach mal ab. Fremde bringen nichts als Ärger. Ja, ja. Klappe. Wo ist deine Chefin? In der Mühle. Ich fälle Bäume, trage Stämme. Hat sie schon gesagt. Ich finde es ja auch immer toll, dass überall quasi... Dass überall hier Licht an ist in den Häusern, aber nie einer zu Hause ist. Oh, das glaube ich jetzt aber wirklich nicht. Ich will doch jetzt nicht einbrechen. Ich meine, die kann ja nicht weg sein, die Dame. Warten wir noch ein bisschen. Das war hier Angers Mühle, meine ich. Ich meine, hier wäre ich gewesen. So. Ja, Eri ist in eine Stadt gegangen. Die entspannt sich heute ein bisschen. Jetzt nicht, dass ich hier die falsche Mühle angelaufen habe, aber ich meine, das wäre die Höhle gewesen. Hier ist noch zu. Gehen wir mal runter zu Eris Haus. Ich meine, die Jungs hier sind ja weg. Also werden die wahrscheinlich irgendwo in eine Hütte gegangen sein. Hier war die Tür. Ah, Eris Haus ist schon mal offen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und wenn die gute Frau jetzt nicht am Herd sitzt und sagt, kommen Sie rein, junger Mann, dann weiß ich auch nicht. Eri. Irgendwas liegt immer im Argen. Es muss Holz für die Mühle besorgt werden. Die Säge könnte einen Schliff vertragen. Ja, und deine Tabletts wackeln. Ich betreibe die Mühle, also bin ich eine beschäftigte Frau. Was gibt es denn? Ich bräuchte ein bisschen Holz von dir, gute Frau. Fleißig am Bauen, wie? Wir können es euch überall hin liefern. Ja, dann liefer mal. Selber sägen? Ja, das haben wir beim letzten Mal schon versucht. Will ich nicht. Wir nehmen erstmal 20 Baumstämme. Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. So, 200 Gold. Ja, kaufen wir noch ein bisschen Fleißig mehr. Fleißig am Bauen, wie? Komm, ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Wir wollen ja ein bisschen... Fleißig am Bauen, wie? Wir wollen ja unser Haus einfach ein bisschen ausrüsten, also... Fleißig am Bauen, wie? Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Fleißig am Bauen, wie? Fleißig am Bauen, wie? Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Fleißig am Bauen, wie? Fleißig am Bauen, wie? So. Wir können es euch überall hin liefern. Ja, ich liefere dir gleich auch mal was. So, kann ich das Holz nicht einfach selber sägen? Ich verschenke doch nicht einfach so mein gutes Holz. Okay, so viel dazu. Das war aber gerade noch nicht da, ne? Ja, ist egal. Wir haben Holz, das wird jetzt nach Hause geliefert. Sehr gut, das heißt, wir können nach Hause. Weil alle anderen Zutaten haben wir ja. Ich zeige euch nochmal ganz kurz, wenn ihr wissen wollt, das ist hier, da oben ist die Winterfeste und hier ist dann Angers Mühle. Also für den Fall, dass ihr die vielleicht finden wollt. Hier oben müsste eigentlich Hochrotgar sein, oder? Irgendwo? Ne, hier ist Hochrotgar. Da ist Hochrotgar, also ich kann auch ein bisschen rauszoomen, geht gerade so schlecht. Aber ihr seht's ja, also da oben ist Dawnstar und hier ist dann die Mühle. Gut, springen wir mal ganz kurz nach Hause, um jetzt endlich mal die nächsten Wände aufzustellen. War das hier Haus Seeblick? Denn wir wollen ja jetzt endlich mal Ayela umsiedeln, quasi die letzten Räume bauen, Ayela umsiedeln und dann auch wirklich, denke ich mal, im nächsten Part zurück in die andere Welt, um da, ja, was heißt die andere Welt, also auf die Insel, oh, eine Insel mit zwei Bergen, auf die andere Insel und damit meine ich, ich verzettel mich hier gerade schon wieder. Also wir wollen nach Morrowind wollen wir und da wollen wir endlich die Dragonborn-Story weitermachen. Das können wir jetzt, weil wir haben die Drachenseele im Gepäck, wir haben gleichzeitig ein Haus gebaut, wir haben eigentlich eine Menge geschafft heute. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht am letzten Teil, weil ich wäre jetzt wirklich nach Morrowind zurückgegangen und hätte da, ja, wer wild über die Insel gestreift auf der Suche nach einem Drachen. So ist das, glaube ich, schon ein ganzes Stück besser, dass ich jetzt gezielt geguckt habe, wo sind die Drachen, wie kriege ich die Drachenseele, beziehungsweise wie ich die Drachenseele kriege, weiß ich ja, aber... Aber bist du immer noch nicht in deinem Stall, Schattenmähne? Kerl, wofür baue ich dir das Ding denn da oben? Ach, Tiere. So, okay. So, gehen wir mal an die Werkbank. Und gucken mal. Also, was können wir denn bauen? Einen Garten. Erfordert ein Holz. Bauen wir. So.
Gucken wir mal, wo ist der Garten? Hier. Hier ist der Garten. Ah, und hier habe ich fruchtbarer Boden. Grassamen, Kriechranke. Pflanzen wir noch mal ein paar Tollkirschen. Das Pflanzen war... Oh, war erfolgreich. Sehr cool. Dann pflanzen wir hier mal Gras ein. Ja, Gras. Wir wollen Gras haben. So, was pflanzen wir hier ein? Eine Kriechranke. Ja, machen wir mal. Ich glaube, wir haben momentan auch nicht viel mehr als die paar Sachen tatsächlich dabei. Und ich weiß nicht, ob es da besondere Kombinationen gibt oder irgendwas. Wir pflanzen einfach mal. Aber es ist natürlich ganz cool, dass ich mir jetzt hier auch selbst quasi meine Zutaten ja, einpflanzen kann und wachsen lassen kann. Das gefällt mir echt schon mal sehr gut. So, das haben wir. Jetzt wollen wir hinten das Haupthaus bauen. Ich glaube, dafür muss ich wieder ein Zeichenbrett. Und wir schauen mal ganz kurz, Hauswerkbank entfernen. Wie war das denn mit dem anderen Raum? Muss ich dafür reingehen oder Haus, Hauptraum, Tür? Dafür brauche ich ein Schloss erstmal. Rüstungsmacher, Werkbank, Schleifstein. Ja, können wir eigentlich auch mal einen Bruchstein, einen Eisenbeschlag. Oh komm, Tiergehege bauen wir uns mal eben. So, wisst ihr was? Die Werkbank hier auch und den Schleifstein auch. Das Bienenhaus können wir gerade nicht. Was brauche ich denn jetzt? Ich brauche Eisenbeschläge und für das Schloss brauche ich... Na? Ach, ich brauche ein Schloss. Ja, ja klar, da muss ich natürlich... ist klar, mit das Schloss stelle ich hierher. Also Eisenbeschläge erstmal. Baumaterialien. Ein Eisenbeschlag. So, und ein Schloss dafür braucht... Oh, Korodiumbarren. Die habe ich, glaube ich, eingelagert drin. Aber wir können es natürlich mal eben kurz anschauen. Ah, jetzt ist hier die Werkbank. Hier ist der Schleifstein. Ja, bringt uns natürlich momentan nicht so viel, weil wir können... Einen Bogen können wir nicht schleifen. Dafür brauche ich einen Ebenerzbarren. Ach, den Bogen können wir doch schleifen, sehe ich gerade. Ah, oh, das ist ja cool. Ah, sehr gut. Ich glaube, es hat auch mir einer von euch mal gesagt, dass man das machen kann. Wir gucken mal ganz kurz, wo hier der Hühnerstall ist. Sind hier überhaupt schon Tiere oder muss ich Tiere auch kaufen? Wie läuft das? Hier ist Heu. Also hier sind auf jeden Fall die Tiere, aber es ist natürlich die Frage, ob ich die Tiere dann irgendwo kaufe oder... Wir gehen mal kurz rein. Aber ist doch schon mal ganz schick hier oben der Stall. Ja, hat was. So, gehen wir mal ganz kurz rein, denn... ich muss mal gucken, ob ich die Barren noch habe. Ich meine, ich müsste ein paar Barren haben. Und ich habe ja alles, was ich draußen hatte, hier in die Kiste geworfen. Gucken wir mal ganz kurz. Hier habe ich natürlich auch mehr Zeug noch, was ich einlagern kann. Wir könnten direkt mal die Drachenschuppen rauspacken. Die müssten hier Drachenschuppen. Das Gute ist natürlich, dass ich jetzt eine Menge Drachenschuppen dadurch kriege, dass ich hier jetzt schon ein paar Drachen besiegt habe wieder. So. Gucken wir mal. Korodiumbarren, ne? Korodum, wie auch immer. Gift. Das sieht nicht so aus, als wenn hier noch Barren großartig drin wären. Ich glaube, die Handwerksmaterialien habe ich auch tatsächlich im Inventar behalten. Das heißt, da wäre ich vom... Ja, ich bin tatsächlich hier relativ durch. Gucken wir mal ganz kurz bei den Zutaten. Nee, nicht Zutaten. Worunter waren das? Hier Eisenbarren, Eisenbeschläge, Eisenerz. Ja, ich habe keinen von den Barren. Das ist natürlich jetzt doof. Aber auch nicht so ein großes Problem, denn wir können natürlich mal zurück nach... wohin wollen wir? Eigentlich ist egal. Ich meine, wenn ich wieder ein paar Barren klauen will, dann wäre es natürlich am besten, nach Einsamkeit zu gehen und da einfach wieder dem Schmied das Zeug zu klauen. Das habe ich auch letztes Mal sehr eindrucksvoll gezeigt. Und in der Regel füllt sich das innerhalb von ein paar Tagen wieder auf. Also wenn wir wieder in seine Schmiede gehen, dann liegt da wieder haufenweise Zeug rum, was wir uns einfach mal ausleihen. Ja, ich überlege gerade. Ich meine, lohnt sich jetzt schon Ayela zu holen? Ich glaube nicht, weil die Hütte ist ja noch nicht ausgerüstet und nix. Also, so viel haben wir jetzt ja noch nicht gerissen, um mal ganz ehrlich zu sein. Wir reisen jetzt einfach mal zurück und wir nehmen das nächste einfach mal, Weißlauf. Das geht, glaube ich, relativ flott, weil da haben wir ja auch hier unseren Ulfbert oder wie er hieß, den Schmied mit seiner Frau und normalerweise, die haben immer ein paar Barren.
Es wundert mich aber wirklich, dass ich keine von diesen jetzt, ich sag's mit Sicherheit wieder falsch, aber Corodium-Barren, oder Cordum, ich weiß es gerade nicht, ist ja auch egal. Aber die Barren, die wir für ein Schloss brauchen, da ich davon keine dabei habe, das wundert mich ein bisschen. Ich war mir eigentlich relativ sicher, dass ich davon welche in der Tasche hatte, aber vielleicht habe ich die verbraucht, als ich das erste Schloss gebaut habe. Da erinnert euch mit Sicherheit dran, weil wir haben ja schon unsere Haustür einmal eingesetzt. Ja, und es wäre natürlich schön, wenn die Ladesequenzen hier ein bisschen kürzer wären an den Stellen, aber man kann wohl nicht alles haben in Skyrim. Ich würde aber sagen, wir nutzen die Chance jetzt hier mal und haben wir ein Autospeichern oder hängt. Ja, Autospeichern. Wir machen hier einfach einen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter.